Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es wieder mal um Narzissmus. Ihr habt es euch gewünscht und zwar um die Frage, wie entsteht Narzissmus eigentlich? Wenn dich das interessiert, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich bin spezialisiert darauf, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, ihre eigenen inneren Themen aufzulösen, das, was ihnen quasi in der Kindheit und Jugend mitgegeben wurde, was heute noch Fesseln für sie darstellt, das loszuwerden, um ein befreites Leben und Beziehungsleben zu führen, denn eine glückliche Beziehung und ein glückliches Leben beginnen aus meiner Sicht bei uns selbst und nicht bei den Umständen. Deswegen, wenn du noch nicht Teil der Community bist, bist du herzlich eingeladen, abonnier den Kanal, mach das Glöckchen an, dann bekommst du dreimal pro Woche ein neues Video von mir zu den Themen Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung. Letzte Woche habt ihr ein Video von mir bekommen mit der Frage, ist mein Partner ein Narzisst? Woran erkenne ich die narzisstische Persönlichkeitsstörung in meiner Partnerschaft? Wenn du das noch nicht gesehen hast und dich das interessiert, wir verlinken dir dieses Video oben. Und da habe ich den Part, wie entsteht Narzissmus, rausgelassen, weil das sonst das Video gesprengt hätte. Und dann habe ich euch gefragt in dem Video, würde euch das interessieren? Und ihr habt mir gesagt mehrfach, ja, das würde mich interessieren, zu verstehen, wo das herkommt. Und deswegen geht es in diesem Video genau um diese Frage, wie entsteht Narzissmus bzw. die narzisstische Persönlichkeitsstörung? Was sind unsere Vermutungen? Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, dass es Vermutungen sind, weil das nicht ganz klar ist. Warum? Zum einen, das habe ich in dem anderen Video schon gesagt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist noch nicht sehr gut erforscht. Die Forschung ist noch relativ jung, die ist erst in den letzten 20 Jahren so richtig, sag mal, abgehoben. Und zweitens, weil sie nicht so gut erforscht ist, gibt es auch viele verschiedene Blickwinkel auf die Sache und die Meinungen gehen auseinander. Die Leute postulieren quasi unterschiedliche Gründe, warum die narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht. Und ich möchte so ein bisschen mal ein paar dieser Erklärungsansätze anbieten und danach auch mal meine ganz persönliche Sicht der Dinge zum Besten geben, die natürlich, und das will ich ja auch ganz explizit sagen, die nicht in Stein gemeißelt ist, die nicht perfekt und richtig sein muss. Das ist einfach nur der Blick, der sich für mich entwickelt hat, weil ich ja in meiner Arbeit auch immer mal wieder mit Menschen mit sehr narzisstischen Zügen zu tun habe und ich ja auch sehe, was wir tun mussten, damit sich die Partnerschaft oder das Leben generell dieser Person verbessert. Und daraus entstehen ja in meinem Kopf auch Erklärungsansätze. So, also, wie entsteht Narzissmus? Es gibt einen Mann, und zwar der Otto Kernberg, der ist eine Person, die sehr viel in Verbindung steht mit dieser Thematik und der macht folgende These, der sagt, emotional kalte und latent aggressive Eltern fördern eine übersteigerte Selbstdarstellung. Also erinnere dich auch nochmal daran, sag mal ganz grob, wir haben ja diese einzelnen Diagnosekriterien im anderen Video besprochen, aber ganz grob ist ja beim Narzissmus diese Grandiosität, ich bin der Tollste und dieses Anspruchsdenken bzw. Berechtigungsdenken, ihr müsst mir alle geben, ich habe das verdient, ich bin besonders. Ja? Und natürlich ein anderes, also das sind so die beiden großen Dinger. Dann gibt es das in sehr offen und man kann das sehr, sehr klar sehen und dann gibt es natürlich auch mehr in verdeckt und so weiter. Also es gibt natürlich noch so diese Subtypen, aber das sind die beiden großen Themen. Und der Otto Kernberg, was der gerade beschrieben hat, ist diese Grandiosität, diese Selbstdarstellung. Er sagt also, wenn Eltern emotional kalt sind in deiner Kindheit oder aggressiv, latent aggressiv, dann macht das Kind Erfahrungen, wo es quasi anfängt, sich selbst darzustellen. Und das ist jetzt nicht genauer beschrieben, aber meine Interpretation der Dinge ist folgendes. Es gibt einen Forscher, der heißt Klaus Grawe und der hat sich mit den Grundbedürfnissen aus Erwachsenensicht auseinandergesetzt. Und der hat postuliert, es gibt vier Grundbedürfnisse. Mal gucken, ob ich sie jetzt aus dem FF zusammenkriege. Natürlich habe ich sie jetzt nicht aus dem FF zusammengekriegt, also ich lese sie kurz vor. Bindung und Zugehörigkeit, Orientierung und Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung und Selbstwerterhöhung bzw. Selbstwertschutz. Und meine These ist, wenn der Otto Kernberg jetzt sagt,
Emotional kalte und latent aggressive Eltern fördern übersteigerte Selbstdarstellung, dann glaube ich, dann fehlt dem Kind dort die Bindung und vielleicht auch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Also wir finden dich toll, du bist ein tolles Kind, sodass das Kind selbst anfängt, sich selbst zu erhöhen. Und daran erkennst du auch schon, oder ich gehe dann gleich noch näher darauf ein, das scheint in dieser Erklärung eine Bewältigungsstrategie zu sein. Jetzt gebe ich dir nochmal eine andere Sicht der Dinge und komme dann danach mal dazu, was ich der Meinung bin, wie es sein könnte. Hier steht, die kognitive Verhaltenstherapie geht davon aus, dass die Betroffenen in ihren ersten Lebensjahren zu positiv behandelt wurden. Das heißt, der eine sagt, emotional kalt und zu aggressiv, die anderen sagen, der Narzisst ist zu positiv behandelt worden. Sie wurden zum Beispiel von ihren Eltern abgöttisch geliebt, bewundert und idealisiert. Dadurch entwickeln sie das Selbstbild, etwas Besonderes zu sein und überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten. Klingt auch irgendwie erstmal logisch, oder? Ist aber eine komplett andere Sichtweise. So, was stimmt jetzt? Nun, ich würde gerne mal vorweg eine Sache sagen. Wir haben im vorigen Video schon gesagt, Narzissmus ist eine sehr facettenreiche Störung. Sehr, sehr facettenreich. Total viele verschiedene Aspekte, Merkmale, Subtypen. Und deswegen zu erklären, wie dieses ganze Konglomerat entsteht, ist wie erklären zu wollen, wie ist der Deutsche. Ja, aber der Deutsche, also quasi Deutschland besteht aus Leuten am Norden, so in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, die ja irgendwie von ihrer Mentalität ganz anders sind als die Sachsen oder die Bayern oder die Baden-Württemberger. Und es ist aber leichter zu erklären, wie sind denn die Mecklenburger im Vergleich zu den Sachsen? Ich weiß es jetzt zufällig, weil ich beides bin, quasi in Sachsen geboren, in Mecklenburg aufgewachsen. Aber verstehst du, was ich meine? Also manchmal ist ein sehr großes Konglomerat viel, viel schwieriger zu erklären als ein spezifisches Merkmal. Und deswegen, aus meiner Sicht, weil es so viele verschiedene Merkmale gibt, gibt es so viele verschiedene Meinungen. Deswegen würde ich daran gehen und sagen, vielleicht kann ich nicht Narzissmus generell erklären, die Entstehung, aber vielleicht kann ich einzelne Aspekte davon sehr, sehr gut erklären. So, und jetzt möchte ich quasi mit einer Prämisse beginnen. Ich habe vorhin das schon gesagt, dass das, was Otto Kernberg da postuliert, womöglich eine Bewältigungsstrategie ist. Ich bin der Meinung, dass bei dem Thema Narzissmus, wie bei vielen anderen Themen, einmal das Thema Bewältigungsstrategie wichtig ist und einmal das Thema Überzeugung. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, wenn du also davon ausgehst, dass du hast selbst narzisstische Eltern, die setzen dich ständig herab oder, wie Otto Kernberg sagt, die sind emotional kalt, nicht verfügbar, leicht aggressiv und das Kind fühlt sich immer ungewollt oder klein, ja, weil es immer herabgesetzt wird, dann kann es eine Bewältigungsstrategie sein, sich selbst besser darzustellen. Warum? Die Bewältigungsstrategie zielt immer darauf ab, den Schmerz, den ich als Kind da erleide, abzulindern bzw. zu vermeiden. Ja, ein Beispiel aus der heutigen Welt. Es gibt Menschen, wenn man sie kritisiert, obwohl man das vielleicht nett formuliert, die werden immer gleich pissig oder keifen dich dann an. Ja, guck dich doch mal an. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Das wissen die meisten Leute nicht. Aber aus der psychologischen Sicht ist das eine Bewältigungsstrategie der Kategorie Angriff. Ich greife dich an, weil du hast da gerade einen Schmerzpunkt bei mir gedrückt und das ist mir zu gefährlich, da macht die Psyche dicht. Und das ist, aus meiner Sicht, kann man dieses Selbsterhöhende, diese Grandiosität, kann man einmal sehen, als wie Otto Kernberg, als Bewältigungsstrategie und einmal auch als Überzeugung. Und da siehst du eventuell den Verknüpfungspunkt von den beiden Ansätzen gerade. Weil wenn du davon ausgehst, dass deine Eltern dir die ganze Zeit erzählen, du bist das Tollste, du bist viel besser als die anderen, dann kann das Kind das irgendwann glauben. Weil eine Sache ist Fakt, etwas, was wir immer und immer und immer wieder hören, sowohl als Erwachsene, aber besonders als Kinder, glauben wir irgendwann. Wenn ich immer wieder höre, ich bin der Tollste und der Geilste und der Schlauste und der Beste, und vor allem, wenn dann vielleicht auch noch die anderen abgewertet werden, die anderen haben gar keine Chance gegen dich, dann glaube ich das irgendwann. Du siehst also, dass ein und dasselbe Merkmal unterschiedliche Wurzeln haben kann. Und so sehe ich das auch im Narzissmus. Es gibt Narzissten, die aus meiner Sicht wirklich diese Überzeugung haben, ich bin der Tollste.
Und es gibt Narzissten, die brauchen diesen Weg. Ich bin toll. Ich bin der krasseste Typ überhaupt, weil sie tief in sich drin den Schmerz sitzen haben, ich bin wertlos oder klein oder ungewollt oder schlecht. Ja? Und aus meiner Sicht entstehen diese Dinge unterschiedlich. Und deswegen, wenn ich immer sage, dass meine Arbeit, mein Coaching, das Coaching-Programm, dieser Ansatz, darauf ausgelegt ist, da reinzugehen, dann geht es immer darum zu gucken, wo und wie ist das entstanden, um das dann, man nennt das Entmachtung, zu entmachten. Und mal angenommen, da kommen zwei Leute, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, oder ich diagnostiziere ja in meiner Arbeit nicht, die eine narzisstische Züge haben, Tendenzen haben, dann ist mir das erstmal grundsätzlich egal. Ich nehme das quasi an der Oberfläche, diese narzisstischen Tendenzen, als Indikator, als Hinweis, guck mal nach unten, was ist da passiert. Und wenn ich sehe, dass das Kind immer wieder abgewertet wurde, dann gehe ich natürlich da anders heran und mache einen Selbstwertaufbau. Im Vergleich zu jemandem, der wirklich die Überzeugung hat, ich bin das ganz Besondere und das Tollste, wo du ganz anders angehen musst. Ja? Noch ein anderes Merkmal, dieses Berechtigungsdenken, man muss mir alles geben, ich habe das verdient. Auch das kannst du relativ gut erklären, ohne dass du jetzt den ganzen Narzissmus erklären musst. Menschen oder Kinder, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber ich vertrete die psychologische Meinung, dass Kinder angemessene Grenzen brauchen. Warum? Weil ein Kind kommt auf die Welt ohne das Verständnis, was ist richtig, was ist falsch, was ist angemessen, was ist unangemessen, was ist zu viel, was ist in Ordnung. Das Kind muss das lernen und das Kind lernt das durch Feedback, indem wir als Erwachsene sagen, Moment mal, da stopp, das ist zu gefährlich, zum Beispiel. Ja? Und es gibt aber Eltern, die setzen ihren Kindern keine Grenzen. Und wenn das Kind zu jeder Zeit immer das bekommt, was es will, wenn es immer nur um den Willen und das Bedürfnis des Kindes bekommt, und das Kind, das lernt ja dann, alles, was ich will, zu jeder Zeit, egal was ich brauche, ich bekomme das. Und dieses Kind wird die Überzeugung entwickeln, das ist normal, das muss so sein. Und dann hast du ein Kind oder beziehungsweise hast dann Erwachsenen, der genau diese Berechtigungsgedanken, genau diese Anspruchshaltung hat. Und zwar, ja, wieso, was soll denn das jetzt? Sieh mal zu, dass du mir hier mein Leben schön machst, so nach dem Motto. Nicht als Fehler des Narzissten, sondern als Fehler der Erziehungserfahrung, die das Kind gemacht hat. Ja, und da auch wieder, man kann aus meiner Sicht den ganzen Narzissmus nicht so richtig schön gut erklären, aber du kannst gut einzelne Aspekte erklären. Also alles in allem ist es halt wirklich nicht ganz klar, wie das ganze Ding entsteht. Ich persönlich in meiner Arbeit gucke immer, was ist jetzt gerade die Funktion von Verhalten? Also ist es gerade eine Bewältigungsstrategie für etwas? Ja, also ich erwarte, dass andere mich bewundern. Ich erhöhe ständig meinen Selbstwert, indem ich sage, guck mal, wie toll ich das mache, guck mal, was ich kann, guck mal, was ich erreicht habe. Dann sind das aus meiner Sicht beim genaueren Hinschauen muss man es natürlich rausfinden, aber Bewältigungsstrategien, wo dann geguckt werden muss, aha, warum macht die Person das? Wahrscheinlich, weil tief in ihr drin der Schmerz ist, dass er oder sie sich nicht so wertvoll fühlt, nicht so toll fühlt. Ja? Wenn ich jetzt aber sehe, es ist wirklich eine komplette Überzeugung, dann suche ich natürlich für andere Dinge und würde dann gucken, bei dieser spezifischen Person, wo kommt das her? Und dann, das habe ich ja schon mehrfach gesehen, dann verändert sich auch wirklich was für diesen Menschen. Ja, typischerweise, so ein ganz stereotypischer Narzisst, den habe ich ja schon erzählt, geht ja nicht in eine Therapie oder vielleicht kommt der auch in ein Coaching. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, die Menschen kommen gut mit mir klar, weil sie mich auf Augenhöhe wahrnehmen. So, du hast also gesehen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass es nicht, wir sind uns halt nicht klar, der Forschungsstand kann auch nicht klar belegen, wie entsteht das wirklich, und das, was ich dir gerade mitgeteilt habe, waren meine Vermutungen. Es gibt tatsächlich auch Ansätze von Studien, die gezeigt haben, dass auch die Biologie und die Gene eine Rolle spielen. Es gab wohl eine Zwillingsstudie, die festgestellt hat, dass die Rolle der Gene doch gar nicht so klein ist. Was man auch festgestellt hat, ist, dass Narzissmus sich weitergibt über Generationen. Aber da ist halt wirklich auch schwer zu sagen, sind das die Gene oder
das Verhalten, was die Eltern ihren Kindern gegenüber an den Tag legen. Weil wenn die Eltern die Kinder die ganze Zeit nutzen zur Selbstwerterhöhung und sich selbst darstellen, entweder hast du dann das Risiko, dass das Kind das kopiert und am Modell lernt, oder weil es die ganze Zeit selber herabgesetzt wurde, womöglich, und es nicht um die Bedürfnisse des Kindes ging, sondern immer nur die Bedürfnisse um der Eltern, lernt das Kind eventuell wieder, ich muss das bewältigen, indem ich selber dafür sorge, dass andere mir Aufmerksamkeit schenken, mich bewundern, mich toll finden oder ähnliches. Also da kann man wieder nicht ganz gut trennen, gibt sich das jetzt weiter aufgrund der Sozialisierung oder der Gene. Also ich hoffe, dieses Video hat dir trotzdem ein paar Gedanken gegeben. Ich glaube, das Wichtigste, was du aus diesem Video mitnehmen solltest, ist, dieses ganze Diagnostizieren und Labeln, er ist ein Narzisst, ich finde das immer nicht so nützlich. Weil egal wie das Label ist, es kommt doch letztendlich darauf an, wie drückt sich das aus, was sind wirklich die Probleme und zu gucken, was sind die Wurzeln, wo kommt das her? Weil wenn du identifizieren kannst, was da ist, wo das herkommt, dann kannst du das auch entmachten. Übrigens, das ist auch der Ansatz meines Coaching-Programms, genau das, identifizieren, was ist bei dir, herausfinden, wo kommt das her und das dann entmachten, den Einfluss entmachten, die diese Erfahrungen auf mich haben und sich davon zu befreien. Also wenn dir daran liegt, die Dinge, die bei dir liegen, aufzulösen, dich weiterzuentwickeln in deiner Person, weil du nicht mehr an gewisse negative Gefühle kommen willst, die du immer wieder hast, Angst, Traurigkeit, Wut etc. Oder weil du nicht mehr gewisse Verhaltensweisen zeigen möchtest, immer wieder Lügen, Schreien, Konfliktvermeidung, Ja sagen, obwohl man Nein meint, ja. Wenn du das lernen möchtest, wenn du quasi das, den Ursprung in dir auflösen möchtest und dich davon befreien möchtest, dann guck mal unten in die Box, dort findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Dort kannst du mal kurz schreiben, was deine Situation ist, was deine Ziele sind und wenn ich das Gefühl habe, ich bin der richtige Ansprechpartner, dann bekommst du von mir eben ein solches kostenloses Erstgespräch. Wie immer, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für deine Zeit. Sende das Video an Leute, wo du sagst, das kann ihnen weiterhelfen. Und ansonsten, ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.